Behandlungsenergie und aufnahmefähige Körperstrukturen. Bei der Unterschwellenenergie ist das Hauptziel von Skena das autonome Nervensystem. Wir können objektiv die Reaktion des Körpers auf einen grundsätzlich unterschwelligen Einfluss sehen. Es wird in der systemischen Therapie eingesetzt, einschließlich der digitalen Modi und der Behandlung von Kindern. Auf dieser Ebene wird die eingebaute Elektrode verwendet. Auf der Schwelle konzentriert sich Skena auf die Rezeptoren des zentralen Nervensystems. Es braucht mehr Energie, um sie zu aktivieren. Diese Stufe wird in der systemischen Therapie im digitalen Modus verwendet. Auf dieser Ebene wird auch die eingebaute Elektrode verwendet. Der obere Schwellenwert beeinflusst die Fasertrakte des ZNS und kann zur Myostimulation vom Leitungstyp über die Behandlung der Nervenwurzeln und des Plexus sowie zur lokalen Therapie gegen Ödeme, Entzündungen und Schmerzen verwendet werden. Sowohl die eingebauten als auch die Zusatzelektroden können verwendet werden. Wenn wir die Behandlungsenergie weiter erhöhen, konzentriert sich das Scannergerät auf die Blutgefäße und alle Arten von Nerven, wodurch die Wirksamkeit der Schmerz-, Ödem- und Stoffwechseltherapie sowie zur Gelenkbehandlung gesteigert wird. Hier werden vorzugsweise die Zusatzelektroden eingesetzt. Ein überdurchschnittliches Energieniveau bringt die Nerven in den Zustand der Refraktärphase und die Behandlung wird lokal. Jetzt konzentriert sich das Gerät auf die Weichgewebe. Diese Stufe wird zur Myostimulation und Behandlung des Bewegungsapparates verwendet. Die zu verwendenden Hauptelektroden sind die eingebauten Elektroden und leitfähige Handschuhe. Eine Energie, die über dem Grenzwert liegt, wird nur für konkurrierende Analgesie empfohlen, beispielsweise wenn der Bienenstichmodus verwendet wird.